Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Aufnahme von Let's Show. Obwohl, eigentlich war es ein Let's Play. Askir. Neues aus Askir. Denn es gab ewig nichts mehr Neues. Und ich erinnere mich, dass ich ja noch ein bisschen mit dem Miedelchen und den anderen gebaut hatte. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier schon über ein Jahr nicht mehr dran gesessen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es gerne nochmal sagen, haben wir hier noch einiges gebaut. Ich habe gerade mal ein anderes Texturenpack benutzt, weil das sieht auch ganz schön aus, was ich in letzter Zeit auch häufiger mal benutzt habe. Ich wollte sagen, wir haben schon lange nicht mehr hier rumgebaut. Wir haben die Türme hier beispielsweise noch fertig gemacht. Wir hatten auch ganze andere Viertel gebaut. Mir ist gar nicht aufgefallen in den Videos, also im Nachhinein aufgefallen, dass ich ja vieles noch gar nicht gezeigt habe. Ich hatte ja zuletzt den Hafen gezeigt, aber da hinten geht die Stadt ja noch weiter. Was denn das? Ja, zum Beispiel hier, eine Sache, die Wiesel eingebaut hat, fand ich eigentlich sehr klasse, dass das Tor zugeht und aufgeht. Also, sollte da nicht ein Sound abgespielt werden? Aber es funktioniert. Na. Und das Wasser geht auch wieder zu. Prächtig. Ich weiß gar nicht, ob die Musik gerade zu laut ist. Ich nehme es einfach mal auf. Ich versuche es einfach mal so. Oder nehme ich doch das alte Texturenpack? Aber ich finde das so eigentlich auch. Ich glaube, ich muss das alte Texturenpack nehmen. Warte mal, da gehe ich nochmal hier. Könnt mir ja sagen, welches ihr besser findet. Ich finde beide sehr schön eigentlich. Ja, ich glaube, das war's. Ich finde beide eigentlich sehr schön. Viertel fehlen noch. Und zwar das Villenviertel, was ich noch angefangen hatte, was ich nie fertig gebaut habe. Und das Gelehrtenviertel, nee, Priesterviertel, Religionsviertel, wie habe ich denn das genannt? Tempelviertel? Ich glaube Tempelviertel. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ja auch schon ein bisschen her, dass sie das letzte Mal hier drin war. Ja, guck mal. So sieht es doch wieder aus wie das ASCII, was wir kannten. Ich finde das andere Texturenpack auch sehr schön, aber der Tradition wegen nehme ich mal noch das alte Texturenpack. Da hinten sieht man schon einige Häuser, die hatte ich glaube ich noch nicht gezeigt und da möchte ich heute noch mit euch hin. Die Hafenanlagen hier kennt ihr aber glaube ich schon, dass man hier Dinge auf und zu machen kann, dass hier unten beispielsweise so ein Tor ist. Zack, zack, geht das hier einmal auf, dann kann man hier hochlaufen und zum Hafenmeister hoch. Aber ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gezeigt. Glaube ich. Weiß gerade selber nicht, wo ich bin. Ja, dann haben die noch ein paar Häuser hingestempelt. Hier mal irgendwo einen Knopf, ne? Links Becken, rechtes Becken. Ah. Oh. Ja. Okay. Gut, so füllt sich das dann. Was war das jetzt, das linke, ne? Oh, Schleusen wieder zu. Wasser versiegt. Und Huhn kann wieder stehen. Huhn! So, gehen wir weiter. Nehmen wir erst das Villenviertel, nehmen wir erst das Tempelviertel. Mal gucken. Heute fliege ich mal ein bisschen, ne? Heute darf ich mal. Genau da hinten ist nämlich, was man da drüben sieht, ist alles quasi Villenviertel. Das sind alles noble Häuschen. Und hier haben wir das Tempelviertel. Jawohl. Das wollte ich einmal als Übersicht zeigen. Ich würde sagen, wir fangen ja auch gleich mal an. Au. Sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, ich laufe hier einfach, wenn ich hier durchgelaufen bin, später nochmal mit dem anderen Texturenpack durch, weil ich finde das da hinten gerade... Ich find's lustig. Ja, ich habe das gemacht. Das war ich. So, hör auf zu lachen. Ich mach jetzt weiter im Text. Das ist das Tempelviertel mit einem großen Tempelvorplatz. Und hier wurden den zwei Göttern geweiht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es gibt drei Götter, ne? Es gab, glaube ich, den Kriegsgott. Es gab diese Göttin da. Warte mal, wer war denn das hier? Geh mal in diesen Tempel rein. Der Tempel. Einer mit einem Dreizack. Ist das der Meeresgott? Nee. Es gab drei Gottheiten, oh Gott. Also, um da mal die Fragen zu klären. Ich habe das Buch nie gelesen, ja. Das war im Prinzip Biedl, der da kam und sagte, komm, ich möchte mal ASCII bauen. Wir brauchen einen Eulenturm, wir brauchen einen Riesenturm, ein reiches Viertel, Militärviertel, Tempelviertel, Hafenviertel, tralalalalala. Dann habe ich ihm das alles dahingestempelt, so wie er sich das vorgestellt hat. Habe ihn mal gefragt, du, was gehört denn in dieses Viertel, was gehört denn hier rein, was kann man hier bauen? Und er hat das Buch gelesen, ich nicht, ich habe einfach nur gebaut. Und das hat eigentlich auch immer sehr gut geklappt mit uns beiden hübschen Gebetsschwestern. Mal erstmal den Tempel da hinten. Und ja,
Was ich sagen wollte, ich habe jedenfalls mit dem Buch nie was am Hut gehabt, auch wenn ich es ganz ehrlich auch mal gerne lesen würde, obwohl ich mir die Zeit sicher nicht nehme. Naja, gut, ich glaube, hier drüben war dann der Kriegsgott drin. Welcher jetzt hinter mir war, weiß ich gar nicht mehr. Ach, der hatte rote Scheiben. Rot und Krieg, das passte, glaube ich, gut zusammen. Jawohl, der hat eine Rüstung an. Er hat einen großen Hammer und ein Schild. Der ist eigentlich der Typ zum Kaputtschlagen. Ja, ist halt eine Statue, ne? Ich meine, was willst du machen? Er hat sogar rote Augen. So. Da hinten, ich muss den da hinten auch nochmal beäugen. Ist schon so lange her, dass ich hier war. Mann. Ich will am liebsten hier jetzt weitermachen, aber ich habe so viele andere Sachen im Kopf und. Es gibt Minecraft Survival, da möchte ich weitermachen. Es gibt Minecraft Life in the Woods, da möchte ich weitermachen. Ich möchte hier weitermachen. Das ist, glaube ich, die Göttin des Lebens, der Fruchtbarkeit oder so. Die Geflügelte. Upsa. Mit Flügeln. Ja, es ist jetzt nicht so. Hatte irgendwas von einer babylonischen Göttin, nicht wahr? Warte mal, kann ich mal gerade einen anderen Titel dann machen? Das ist irgendwie. Vielleicht etwas Ruhigeres? Ja, jedenfalls. Auch die ist ja vorne offen. Na gut, der Tempel ist halt mehr so ein Platz, ne? Also ist jetzt kein geschlossener Raum. Und hier hinten sollte es im Prinzip später noch weitergehen. Da haben wir auch noch einen Turm hingestellt. Also das hier sollte auch noch Tempelviertel werden. Und das Ganze sollte. Das kann ich ja halt mal vorwegnehmen. Das Viertel hier sollte schon das äußere Viertel sein, deswegen ist hier auch schon die fette Mauer. Da hinten müsste auch noch irgendwo eine Mauer hin zum Militärviertel. Ist quasi abgemauert. Und dann kommt man da unter einer Brücke quasi hindurch. Nicht nur dort, sondern auch hier auch irgendwo durch, weiß man nicht, Keller, Katakomben oder ein eigenes Untergrundviertel der Armen. Unter dem Tempel durch auf die andere Seite, wo es denn hoch. Ich drücke mal F. Wo man dann auch nochmal zum äußeren Viertel hinüberkommt. Also sonst gäbe es hier keine Verbindung. Ja, allein die Mauer zu ziehen hat, glaube ich, Tage gedauert. Naja, und dann hast du ja auch nochmal so einen Wachturm. Im Prinzip ist es eine Kopie von hinten. Wir hatten uns ja hier häufig mal der Kopie zugetan. Also wir haben öfter mal ein bisschen was kopiert, damit das halt einheitlich aussieht. Jawohl. Also hier auch noch so einen fetten Turm drauf. Na, das Tempelviertel. So, das war im Prinzip das. Jetzt können wir uns natürlich an der Mauer hier entlang hangeln und bis zum Viertel kommen. Können es aber auch lassen. Da hinten sieht man schon die Türmchen, die Häuschen. Dann kommst du zum einen vom Tempelviertel zum Villenviertel. Vom Tempelviertel zum Villenviertel, ja, genau. Ich glaube, das machen wir auch gerade mal, weil es sich anbietet. Ich wurde auch schon so oft gefragt, wann machst du denn mal wieder was mit Askir? Und um Antwort zu geben, ich habe schon seit einem Jahr nichts mehr mit ASCII gemacht. Ich laufe hier das erste Mal seit einem halben oder dreiviertel Jahr wieder rum, weil mir noch aufgefallen ist, dass ich ja noch Sachen zu zeigen hatte, die ich noch gar nicht gezeigt hatte. Nämlich dieses Reichen- oder Villenviertel hier. Ich mache das Wetter mal klar. Weather clear. 20.000, keine Ahnung. Komm, die Zeit nochmal auf Null setzen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Weil ich mir einfach keine Zeit mehr genommen hatte, weil ich noch andere Projekte gerne verwirklichen wollte. Warum? Fehlt da eine Spitze? Nee. Ja, und jedes Haus ist hier dann natürlich auch individuell eingerichtet. Also hier sieht keines wie ein anderes aus. Das war auch Absicht. Ich wollte die mit Absicht so verschieden wie möglich zeigen. Für irgendeinen Weg. Das ist eine der Verschiedenheiten. Ja, aber sie sollten alle relativ viel Platz haben. Das habe ich hier so ein bisschen in die Ecke gequetscht, aber Raum haben sie trotzdem. Was weiß ich, mit einem eigenen Wohnbereich, wo es dann hinten noch zum Garten herausgeht, der noch nicht fertig ist. Das ganze Haus ist eigentlich nicht fertig, bis auf die Treppe. Ja, mir fehlte es natürlich, ich sag mal so, an Personal, die das einrichten, beziehungsweise ich hätte es auch einrichten können. Aber ich war einfach so wütig, die ganzen Häuser hinzustellen, dass ich ja, gar nicht dazu kam, das einzurichten, weil ich hatte so Lust auf Bauen und Bauen und Bauen und Bauen und Bauen und Bauen. Interessante Räumlichkeiten. Ja, dass ich letztendlich gar nicht mehr eingerichtet habe. Aber Platz gibt es genug, da kann man nicht meckern. Immer mit schönem Balkon und auch Gärten. Ups. So. Mein Lieblingshaus steht irgendwo hinten. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Das hat so den Anschein einer kleinen Burg. Fand ich eigentlich ganz witzig mal. Hat man ja auch manchmal. Also hier sollten schon die noblen Leute rein. Die haben zwar alle so einen komischen Raum hier mit Decken, Flutlichtern. In der Abstellkammer.
ja, symmetrische Räumlichkeiten. Huch. Ach so, hier sollte es zum Keller gehen, da war nicht fertig. Ja, gut, die sehen jetzt alle gleich aus, ne? Ist klar. Gab es hier noch einen Garten? Ach, den Plumpsklo. Ich versuche das mal in eine Folge zu quetschen, deswegen laufe ich hier gerade noch ein bisschen durch. Ja, gut, ich glaube, ich brauche hier auch nicht jeden Raum zeigen, aber es ging noch irgendwo hin. Ah, hier geht es noch weiter hoch. Noch eine Etage höher. Gibt es nämlich noch einmal Räume. Also es sind 4, 8, 12 Räume. Genau. 3 Etagen, a 4 Räume im Prinzip. Also es passt schon was rein. Ist das wieder für Musik? Achso, und mit meinem Mediaplay hatte ich irgendwie auch Probleme. Deswegen musste ich, habe ich jetzt kurzerhand einen anderen Player genommen. Ich weiß gar nicht, ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Wenn es zu laut ist, dann kann ich nichts dafür, dann tut es mir leid. Und wenn es zu leise ist, dann machen wir dann nochmal was später. Warte mal, ich kann noch mal was versuchen gerade. Ich mach das mal so. Huhn! Achso, kleine Kanalisation sollte später auch noch geben. Achso, die kommen da vom Garten heraus. Ach ja. Hier haben wir auch noch eine Villa. Wie sieht die aus? Ich weiß das nicht mehr, schon so lange her. Da ist mein Lieblingshaus, da kommen wir nachher noch hin. Und das da hinten sind auch welche, kommen wir gleich noch hin. Pass auf. Ja, heute einfach mal eine kleine Villenkunde. Mit guten und mit schlechten Villen. So, ich muss mir gerade mal in die Nase fassen. ich weiß gar nicht mehr, was ich hier reinmachen wollte. Meistens ist ja das Übliche unten drin. Was weiß ich, Küche, Garten, oh, tatsächlich. Das sieht aber schick aus. Liegt das jetzt an Connected Textures oder warum war das gerade so hübsch? Da-da-da-dam, der Balkon, der ist auch noch dran. Und dann gehe ich hier weiter, Mann. Ganz merkwürdige Räume, aber lustig zum Einrichten, glaube ich. Nicht für mich, aber die anderen werden sich bestimmt freuen, wenn die was einrichten wollen. Nee, pass auf. Ich nehme mal gleich das nächste Haus. Ich will ja auch, vielleicht ja nicht langweilen mit irgendwelchen Häusern. Ich meine, ich habe ja eh nur Häuser gerade im Angebot. Was natürlich noch fehlt, ist der Ausbau des Tempelviertels. Den will ich auch als nächstes, also wenn ich was vorhabe, dann werde ich den Tempelviertel ausbauen. Und ich möchte gern hinten außerhalb der Mauern auch ein bisschen Landwirtschaft gerne noch anbringen. Ah, eine schöne Stube. Dass da, ja, noch ein bisschen mit Leben gefüllt wird im Prinzip. Keller. Unfertig. Alle Keller sind unfertig, das kann ich gar nicht sagen. Schönes Schlafzimmer. Kleines Kinderzimmer. Das Haus gefällt mir auch sehr gut von der Aufteilung, muss ich sagen. So, mit eigenem Dachboden. Ja, hübsch. So. Wo komme ich jetzt wieder raus? Hier. Ja. Ja gut, hier drüben, da kommt ja noch ein anderes Viertel. Es war, glaube ich, kein Villenviertel mehr. Das war so ein Stadt... obere Stadt. Genau, ich glaube, ich habe es obere Stadt hier alles genannt. Und das hier so ein kleiner Villenbereich. Quasi nochmal ein bisschen abgegrenzt, wo hier die etwas betuchteren Hausen... Oh, das ist mein Lieblingshaus. Weil, das habe ich mit Absicht so gebaut wie... Oder ich habe es versucht, sagen wir. Ich habe es versucht zu bauen wie so eine... Wie so ein amerikanisches Holzhaus. Ja. Ein typisches... Mit Mäuseloch. ja, dass du quasi reingehst erstmal zum Flur. Dann hast du hier drüben hast ein großes Wohnzimmer, wenn du willst. Dann kannst du hier drüben noch nach hinten rausgehen. Balkon und Terrasse. Hm? Ein bisschen überdacht quasi. Und durchgedacht und überdacht. Einen eigenen kleinen Garten im Hintergrund. Gehst hier einmal in den Keller nach unten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Oder nach oben. Ich glaube, da sind die einzelnen Kinderzimmer und sowas, ne? Genau. Kinderzimmer. Kleines Bad. Und was weiß ich, der... Der Liebesspielplatz. Keine Ahnung, wie man das nennt. Gerade an einem Krümel verschluckt. Entschuldigung. So. Ich weiß nicht, zeige ich die anderen auch noch? Ach komm, klar, wenn wir schon dabei sind, jetzt haben wir noch 3. Die können wir jetzt auch noch machen. Oh, hier habe ich noch Lichter gesetzt, weil hier noch Monster kamen eines Tages. Da musste ich die dann noch verteidigen, diese Räumlichkeiten. Ja gut, das ist ein bisschen kleineres Haus, ne? Ach nee, hier geht es noch weiter. Mhm, huch, ja. Aber einen schönen Ausblick hat er auf die Mauer.
Die Mauer, die hat man auch fertig abgerundet, sozusagen. Geschliffen? Nee, geschliffen ist das falsche Wort. Abgerundet. Nee, auch das falsche Wort. Gebaut. Sagen wir gebaut. Ich glaube, das macht es am einfachsten. Jo, das Haus finde ich auch sehr schön, weil es schön hell ist. In weißen Tönen. Weiß und braun. Mögen die Frauen. Oh, nein. Hier haben wir quasi einen kleinen Raum. Der geht dann einmal nach hinten durch. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht, ne? Fällt mir jetzt auch gerade auf. Ja, und das ist eine Verlängerung des Flurs, beziehungsweise können wir auch so einen kleinen. Ja, zum kleinen Salon könnte man das machen. Oder hier drüben nochmal ein großes Wohnzimmer. Und spiegelverkehrt nochmal das große Schlafzimmer. Oder irgendwie so. Das ist eine typische Villa mit großen Räumen. Hoffentlich großen Räumen. Allzu groß sind sie nicht. Aber größer als die, die ich meistens mache. Tja, das kann man wohl sagen. Hier haben wir noch einen Raum. Hä? Es gibt teilweise Häuser, die sind sehr unbekannt. So wie dieses hier. Aber ein Balkon hat sie doch auch, ne? Nee. Keine. Gibt's hier keine. Oh, doch, hier geht's auch noch runter. Ach so. Hä? Wie kommt man da jetzt auf die Terrasse rauf da? Wo war denn das jetzt? Hier? Nee. Ach doch. Ach, hier kommt's noch runter. Okay. Gut. Brauche ich jetzt aber nicht durchgehen. Bleibt mir das Wort im. Das Wort. Bleibt mir das Wort im Hals stecken. Wort. So. Jetzt habe ich aber auch gleich alles fertig. Ich glaube, das ist schon das letzte Haus. Dass ich hier durchlaufen werde. Ich habe natürlich noch mehr. Also sind wirklich einige Häuser noch entstanden, die ich gar nicht mit auf dem Video hatte. Aber ich wollte jetzt auch nur einmal einen kleinen Überblick zeigen, von zumindest von den Villen. Und hier drüben geht es dann quasi in die Oberstadt weiter. Also die Oberstadt, das sind dann im Prinzip jetzt keine reichen Leute mehr, aber sagen wir mal Händler, Patrizier oder wie man sie nennt. Obwohl Händler können teilweise auch sehr reich gewesen sein. Ja, die teilweise auch sehr komisch hier eingebaut sind, ne? Na gut, da muss ich doch nochmal rein. Weil ich mich gerade selber wundere, wie der hier eigentlich hausen kann. Aber er hat Räume. Oh. Er kann sogar zum Nachbar durchsteigen. er hat Räume. Geht's hier lang? Er hat sogar einen Balkon. Er hat sogar ein Fahrrad. ja. Ja, was soll ich sagen? Das ist denn halt das obere Viertel. Ich kann ja nochmal aus der Perspektive herabschauen. Und da hinten kommt dann noch ein großer Platz. Hier haben wir einmal einen Platz für See, für einen kleinen Markt vielleicht. Oder der eigentliche Markt soll da drüben sein. Hatte ich da hinten. Da sollte eigentlich sowas wie eine Börse? Nee, eine Schatzkammer? Nee. Eine Bank. Sowas wie eine Bank sollte das werden, ja. Aber es ist nie fertig geworden. Mit 4 Türmen hatte ich da noch gedacht, dass es so ein bisschen emporragt. Mit eigenem Portal, aber das ist nie fertig geworden. Ich muss das irgendwann nochmal weitermachen, aber. Ach so, da steht ja was. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt was Falsches gesagt, ne? Da steht jetzt Schule. Händlergilde. Nee, das mittlerweile habe ich was anderes im Sinn gehabt. Aber ein großes Haus mit großen Räumlichkeiten. An deren Front sollte noch ein Theater hin. Naja, was halt dazugehört, ne? Die Pläne gibt es immer noch, was ich da alles vorhatte. Hier sieht man auch schon, da sollte es noch weitergehen mit Häusern. Also es sollte hier richtig zu gewachsen sein, diese Straße. Die dann sogar unterbrochen ist durch den See. Nee, der muss auch noch zu. Der hätte noch zu müssen. Und ja, das ist es eigentlich schon. Das ist im Prinzip Askir, wie ich es beendet hatte. Mit der fertig bearbeiteten Mauer, die hier eigentlich noch weitergehen sollte. Bis zum Fluss. Wo war denn der Fluss? Bis da drüben. Also bis zum Fluss sollte der eigentlich noch gehen. Bis dahin sollte auch das Viertel gehen. Also der Fluss und die Mauer begrenzen quasi das obere Viertel. Und hinter der Mauer, beziehungsweise hinterm Fluss, ging er erst dann weiter mit dem, mit den äußeren Vierteln. Was weiß ich, Landwirtschaft, Händler, nee, Handwerker, solche Geschichten. Ja, gut. Wann ich das weitermache, weiß ich nicht. Ich habe zurzeit noch, ich arbeite gerade an neuen Let's Show-Dingern. Nicht sehr intensiv, aber ich arbeite dran. Ich habe noch andere 12 Spiele, davon 2, die ich aufnehme. Also Minecraft ist zurzeit wieder ein bisschen. Ich
bremse mich selbst ein bisschen aus, das gebe ich gerne zu. Aber das heißt nicht, dass mir Minecraft keinen Spaß macht. Nein, man sieht es ja. Man sieht ja, dass Minecraft mir Spaß macht, immer noch Spaß bereitet, sonst würde ich das hier gar nicht aufnehmen. Und ja, ich kann nicht sagen, wann ich das weitermache. Einfach abwarten. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, leider. Achso. Ich will noch einmal mit dem anderen Ressourcenpaket noch mal kurz gucken. Ich muss mir noch mal die Statue anschauen. Ja. Also, das nächste Ask hier steht in den Sternen. Vielleicht zeigen sich die anderen Kollegen ja auch mal wieder. Ich will ja weitermachen, aber. Da kommen ja so viele Abers dazu. Sieht auch schön aus mit dem Conquest. Mit dem weißen Turm. Es hat ein bisschen mehr rustikalere Texturen, ne? Auf jeden Fall. Ein wenig sehr rustikale Texturen. Oh. Grunzen schon die Nachbarn. Ich gehe mal weiter. Ja, ich gehe ja schon. Die Statuen sehen auch sehr schön aus. Also ich muss sagen, das Texturenpack gefällt mir auch ausgezeichnet. Die Brüste sind übrigens auch sehr detailreich ausgearbeitet worden. Ja, ist ja gut jetzt. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wieder einen kleinen Einblick von ASCII erhalten. Und wann der nächste kommt, kann ich nicht sagen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer FagesLP zu einem neuen Let's Show, Let's Play. Mal gucken. Tschüss.